Rita Mattei ist neue Präsidentin des Südtiroler Landtags. Die Abgeordnete der Lega Salvini Alto Adige Südtirol wurde beim vorgesehenen Wechsel von einem Vertreter der Deutschen zu einem Vertreter der italienischen Sprachgruppe zur Halbzeit der Legislaturperiode in der Plenarsitzung vom Mai mit 19 Stimmen gewählt. Josef Nogler von der SVP, bisheriger sehr geschätzter Präsident, wie aus den Stellungnahmen vieler Kollegen und Kolleginnen hervorging, wurde im zweiten Wahlgang zum Vizepräsidenten gewählt. Mit 22 Stimmen wurde auch der Vertreter der ladinischen Sprachgruppe, Manfred Valazza von der SVP, als Vizepräsident bestätigt. Diese Wahl war der letzte Akt der Plenarsitzung, die wie üblich mit einem Bericht des Landeshauptmanns Arno Kompatscher zur Lage in Sachen Covid-19-Pandemie eröffnet wurde. Er hat erläutert, dass der Trend stabil ist und dass die Wocheninzidenz zwischen 80 und 100 leicht sinkt. Mit den Öffnungen werden die Impfungen ausschlaggebend, um die Fallzahlen niedrig zu halten. Bei den über 80-Jährigen und den Risikogruppen ist man dabei weit fortgeschritten. Die Abgeordneten haben darauf hingewiesen, auch die natürliche Immunität zu berücksichtigen, Informationen über die Bewegungsfreiheit in Europa verlangt und zu Bedenken gegeben, Südtirol im touristischen Wettbewerb ja nicht zu benachteiligen. Landeshauptmann Kompatscher hat auch über die Anfechtung des 500-Millionen-Hilfspaket berichtet. Die Regierung musste sich irgendwie schützen, sie ist aber bereit, darüber zu diskutieren, seine Ausgleichszahlungen ratenmäßig vorzunehmen. Von den Anträgen der Opposition wurden folgende angenommen: der Südtiroler Freiheit zur Errichtung eines Sonderausschusses zur Materie der Politikergehälter und Renten, der Fünf-Sterne-Bewegung die Bestimmungen zum 110%-Bonus zur Steigerung der Energieeffizienz zu vereinfachen, der Grünen und der SVP zur Kennzeichnung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs in Mensen und Gastgewerben und der SVP zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Bei dieser Plenarsitzung haben auch die Gleichstellungsrätin Michaela Morandini und die Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller ihre Tätigkeitsberichte vorgestellt. 2020 war durch die Pandemie gekennzeichnet. Von den 570 konkreten Fallbearbeitungen der Gleichstellungsrätin betrafen viele die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, vor allem bei geschlossenen Schulen. Daniela Höller, die 629 neue Fälle eröffnet hat, berichtete hingegen, dass die Schließung von Schulen eine Herausforderung für alle Schülerinnen und Schüler darstellte, insbesondere aber für Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung, mit besonderen Bildungsbedürfnissen oder mit Migrationshintergrund.